Feuerwehr Dielheim, der Kommandant Günter Mitsch. Was ist gerade eben hier gezeigt worden? Wir haben hier der Bevölkerung gezeigt, wie wir in einem Brandeinsatz im Innenangriff eine Zimmertür aufmachen. Das Klopfen, für was ist das? Da bereiten wir uns vor und geben das Signal, dass wir in Kürze die Tür öffnen werden. So was nennt man Standardeinsatz bei der Feuerwehr? Das ist ein Standardvorgehen, wo wir dann eine Tür aufmachen, wo wir vorher fühlen, ob sie heiß ist, ob also hinten dran ein Feuer ist. Ein kurzer Tipp an die Zuschauer, was tun, wenn es brennt? Also Fenster und Türen schließen und den Notruf wählen, die 112.